Meine Hübschen und herzlich willkommen zu einem neuen perfekt und perfekten Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr merkt, ich komme aus dem Strahl nicht raus. Es ist ja jetzt der neue Katalog, die neue Saison, Frühlingssommer 2024 da. Und ich sage, kann es nicht immer wieder sagen oder nicht oft genug sagen, sagen wir es mal so. Es ist für mich bis jetzt wirklich der beste Katalog mit den schönsten neuen Produkten und Düften, die ich persönlich gesehen habe. Es gibt aus jeder Saison immer tolle Produkte, aber hier habe ich durchgeblättert und dachte mir, wow, wow, so ging das, wow, wow, oh, brauche ich. So ging das mal hin und her. Sonst gab es immer so vereinzelte Sachen, wo ich gesagt habe, brauche ich unbedingt. Hier ist es sehr, sehr viel zum Leidwesen meines Kontos. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, aber mir ist es tatsächlich so ergangen oder geht mir immer noch so. Und ich möchte euch natürlich jetzt auch im März ein paar Neuheiten vorstellen. Und unter anderem möchte ich euch heute die Neuerung vorstellen, was unser Feuchtigkeitsmittel angeht. Ja, unser Feuchtigkeitsmittel, das kennt ihr schon aus dem alten Katalog. Wir haben aber neue Düfte. Und was hat sich noch geändert? Es ist eine neue Verpackung, aber dazu komme ich gleich mehr. Unser Feuchtigkeitsmittel besteht aus einer Duschcreme, aus einer Handcreme und aus einer Handseife. Genau, wenn man alles drei zusammen erwirbt, man kann es natürlich auch einzeln kaufen, dann spart man aber wirklich eine Menge Geld. Deswegen kann ich da euch nur empfehlen, euch das Medley so zusammen zu kaufen, aber man könnte es auch einzeln erwerben. Zu der Handseife, ja, ich habe am Anfang wirklich tatsächlich auch zu den Menschen gehört, die gesagt haben, nee, außer Duftlampe und Wachs brauche ich nichts. Ist ja nett, aber Handseife brauche ich nichts, mir zu teuer. Bin ich ganz ehrlich mit euch, aber ich muss sagen, mittlerweile nehme ich nur noch die Sensi-Handseifen. Sie riechen länger, sie pflegen unwahrscheinlich und unwahrscheinlich die Hände. Ist ja Aloe Water und Sonnenblumenöl drin. Unwahrscheinliches Dufterlebnis, ganz, ganz lange. Es kommt natürlich auch immer auf den Duft an und ihr habt wahnsinnig lange von dieser Flasche. Ich fülle das persönlich immer um in einen anderen Spender. Weil das jetzt nicht so mein, also das wäre jetzt von den Farben her schon eher meins, aber so nice finde ich das jetzt auch nicht. Ich fülle das immer in so einen anderen Behälter um, aus einem schwedischen Möbelgeschäft, falls ihr versteht, was ich meine. Aber muss man ja nicht. Und dann sieht das ganz, ist es ganz nett. Es hält wirklich Ewigkeiten. Also ich habe manchmal das Problem, das ist ja so Luxusprobleme, dass wenn ich einen Winterseife reingemacht habe, dass dann schon wieder Frühjahr ist und die Winterseife ist noch nicht leer. So lang hält das. Deswegen, wenn ihr es umfüllt, macht nie die ganze Flasche rein. Es ist super ergiebig und wir nutzen die wirklich hier zu dritt tagtäglich mehrfach. Ich liebe sie mittlerweile, wirklich liebe. Die Handseife, auch ein Produkt, was ich nicht mehr in meiner Handtasche missen möchte. Ich habe es auch mittlerweile auch bei mir im Büro stehen. Ich habe immer eine hier stehen. Es wird hier ganz, ganz häufig auch privat genutzt bei mir zu Hause. Wenn Freundinnen kommen, cremen sie sich gleich ein und. Die ist halt wirklich super pflegend. Auch ein wahnsinnig langes Dufterlebnis habt ihr mit der. Und das Entscheidendste. Ja, das Entscheidendste für mich ist, dass sie sofort einzieht. Na, es fokussiert gar nicht. Sie zieht sofort ein. Das heißt, ihr cremt euch ein und müsst nicht Ewigkeiten warten, ohne dass ihr überall Dutchfinger hinterlasst, sondern sie zieht sofort ein. Und ihr könnt direkt überall eure Arbeit weitermachen, ohne da einen Ölfilm, Datscha oder sonstiges zu hinterlassen. Ich liebe unsere Handcreme. Und ein Produkt, was ich auch lieben gelernt habe, ist unsere Duschcreme, auch ebenfalls sehr, sehr pflegend mit Aloe Water. Aloe Water, genau. Jetzt habe ich den Duft, weil der läuft hier gerade in der Küche. Mit Aloe. Sagt mir Aloe? Ja, sag mal. Bin ich jetzt hier ganz... Ja, genau. Mit Aloe und Sonnenblumenöl. Jetzt habe ich irgendwie total den Hassblick gehabt, aber das kennt ihr ja von mir, ne? Ist ja nichts Neues. Und ja, wenn ihr euch mit dieser Seife duscht, also mit diesem Shampoo, dann habt ihr nach dem Duschen wirklich das Gefühl, ihr seid eingecremt. Und das hält auch wirklich ein paar Stunden an. Ich möchte damit jetzt nicht aufrufen, cremt, wenn ihr das habt, braucht ihr euch nie wieder eincremen. Nein, 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 um Gottes Willen. Aber für Leute wie mich, die sich ungern eincremen oder die zu faul dafür sind,
ja, so Selbstfürsorge zu betreiben, ist das perfekt, weil ihr habt wirklich eine wahnsinnige Pflege. Mit diesem Shampoo, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sensationell, hätte ich nie gedacht. Und deswegen liebe ich unser Shampoo absolut. Und hier gibt es auch die Änderungen. Ihr kennt bestimmt noch die alten. Ich habe mir mal eins hier rausgesucht, was noch eingepackt ist. Habe ich noch nicht verbraucht. Das ist Shimmer. Das war unsere alte Verpackung. Hier waren früher 228 Milliliter drin. Und die sah so aus eben. Kennt ihr von der Drogerie so üblich. Und jetzt sieht der Spender eben so aus. Hier sind jetzt 236 Milliliter drin. Und dann habt ihr eben hier oben euer Spender, seht ihr das? Da könnt ihr euch dann die Seife entsprechend rausholen, zumachen und dann passiert da dran nichts. Also, die ist auf jeden Fall größer, die Flasche, und hat einen anderen Spender. Ehrlicherweise will ich euch dazu auch sagen, es ist auch hier eine Preiserhöhung passiert im März. Aber wenn ihr euch eben alle drei Produkte gemeinsam holt, könnt ihr über das Feuchtigkeitsmittel, über das Set auch wirklich gut sparen. Und ihr wisst ja, über einen Shopping-Link, über eure Prämien, die ihr dadurch bekommt, dann könnt ihr das auch umsonst shoppen oder zur Hälfte des Preises. Ja, genau. Das war mir wichtig, dass ich euch diese Änderung zeige. Übrigens gibt es hier jetzt, was habe ich vorhin gezählt? Jetzt weiß ich es schon nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Düfte, 2 neue darunter. Jamie Time kennt ganz viele von früher. Und mein absolutes Träumchen. Und zwar ist das hier Starburst Sky. Das ist so, so schön. Ich kann das nie richtig beschreiben, was hier drin ist. Süße Apfel, Amberblüte, aufgeschlagene Vanille und cremige Kokosnuss. Ich gelte ja hier im Umkreis als die Starburst Sky Dealerin, weil ich den tatsächlich immer im Club nach der Kollektion damals gelegt hatte und habe den jeden Monat zugeschickt bekommen. Und einige haben es vergessen und haben dann festgestellt, wie geil der ist und dass sie den eigentlich auch wieder haben wollen. Den Duft gibt es ja generell jetzt auch als Bar wieder zurück, aber den könnt ihr jetzt auch für die Dusche nutzen. Und ich freue mich so, weil meine Handcreme war leer und da hatte ich keine mehr von Starburst Sky. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich die drei Schätzchen jetzt benutzen darf. Also, falls ihr Fragen zu dem Feuchtigkeitsmittel noch habt, die sind ohne Gluten und ohne Parabene. Wie gesagt, aus Aloe und Sonnenblumenöl. Wenn ihr da nochmal genaue Inhaltsangaben haben wollt oder Inhaltsstoffe, meldet euch sehr gerne. Hier in der unten drunter in der Infobox seht ihr meine ganzen Kontaktdaten. Dann dürft ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, das war's auch schon. Kleines, knackiges, kurzes Video zum Feuchtigkeitsmedley. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch. Ansonsten würde ich mich für ein Däumchen nach oben freuen und für ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüssi!